So ist das Leben, der Detlef Soest Podcast. Das ist das Pflichtprogramm für alle, also für alle, die ihr Leben tatsächlich verändern wollen. Und dieses Gefühl hier, das ist nicht schön. Stell dir vor, du hast eine Idee, du probierst die Idee aus und es klappt nicht. Oder du kriegst es auf einmal nicht mehr hin. Das sind Dinge, die haben ganz viele Menschen da draußen schon erlebt. Und die meisten nehmen es dann hin, wenn es nicht auf Anhieb klappt oder nicht mehr geht. Und überlassen das Feld den anderen. Dann fühlst du dich als Loser. Ich bin Leif Ahrens und genau dieses Thema nehme ich mir heute mit Detlef vor. Wenn du die Show magst, dann mach einen Screenshot bitte und poste ihn an alle deine Freunde, die genauso wie du auch Ziele und die Träume haben. Hallo Detlef. Hallo mein lieber Leif. Mensch, da haben wir ja heute, um es mal gleich vorwegzunehmen, einen Hammer-Gast in unserem Podcast, oder? Das ist eine mega besondere Folge, weil es nicht einfach nur Soest das Leben ist, sondern das ist Soest das Leben, der Podcast mit einem wirklich Wahnsinnsgast. Also als du gesagt hast, du hast ihn eingeladen, wollte ich es erst nicht glauben, dass es tatsächlich wahr ist. Herzlich willkommen, Oliver Pocher. Hallo, ich bin gespannt. Wer ist denn jetzt der Gast? Wer kommt denn noch? Na, da kommt noch jemand, der Wendler wollte gucken, ob er es schafft, zwischen zwei Hochzeiten und seinem Leasingfahrzeug da nochmal reinzuschauen. Könnte klar werden. Guter Mann. Aber du weißt selber, es ist bei vielen so, wenn die Prepaid-Karte nicht aufgeladen ist, dann kann sowas nochmal auch nicht klappen. Sag mal, ihr kennt euch ja schon seit 100 Jahren, ihr zwei, oder? Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt, Olli? Habe ich vorhin gerade überlegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Du weißt, dass du bildlich bei dir auf jeden Fall ein Glas oder irgendwas drin stehen hast an der Seite. Na, ich habe da eine Kerze hingestellt. Oh, sehr gut. Ist sie wenigstens durchgesponsert, dass wir da irgendwie was von haben? Weil sonst hast du da gar nichts von. Es ist so schade, wenn man nur die Hälfte da... So, wahnsinnig so ist viel besser. Ja. So. Nee, und ich kann mich dran erinnern. Also, ich war damals auf deiner Hochzeit. Die war sehr schön, also auf der ersten Hochzeit. Und ja, wir haben uns auch. Genau, und wir haben uns... Ja, da weißt du doch, du hast mit Giovanni zusammen dann noch DJ gemacht. Das war so geil. Selbstverständlich. Also das war, also hochzeitsmäßig haben wir uns gesehen, aber es hat natürlich unabhängig davon, das ist der private Teil. Der berufliche Teil ragt natürlich schon früher zurück. Es war, glaube ich, zu Popstars-Zeiten. Also da haben wir uns schon gesehen. Auf jeden Fall spätestens in Orlando, glaube ich. Da bin ich richtig gewesen, damals als Overground und die Preluders gekürt worden. Also daran erinnere ich mich. Also spätestens da, wenn nicht sogar schon vorher mal im Rahmen, ich glaube auch bei No Angels Broses in dem Zuge, bei irgendeiner Bravo Supershow, irgendeinem Dome, irgendeiner Veranstaltung, wenn wir uns gesehen. Und du bist ja dann auch relativ zeitnah auch immer mal Teil meines Programms gewesen. Und es gab auch da die ein oder andere Nummer, die ich dir zu Ehren gespielt habe. Also von daher waren wir immer in Kontakt. Ich habe davon immer wieder gehört, weil es immer wieder welche gab, die sagten, sag mal, mit dem Olli, ich denke, du bist mit dem ganz gut. Hat der irgendein Problem mit dir? Weil der veräppelt dich total in seiner Massives Show. Und ich musste den Leuten, das habe ich letztens auch wieder erklärt, musste den Leuten dann wieder erklären, dass gerade dann, wenn man veräppelt wird von bestimmten Leuten, man eigentlich in eine besondere Form von Respekt oder auch Anerkennung bekommt. Ja, erstmal zeigt es grundsätzlich, wenn man in irgendeiner Art und Weise nachgemacht wird oder parodiert wird, muss es erstmal so bekannt sein, dass die Leute sagen, ach ja, das ist der. Das fehlt. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, weißt du noch hier die eine hinten links von den Preluders. Keine Ahnung, wer das ist irgendwie. Also es muss schon so sein. Und du warst natürlich damals als der rumschreiende, brüllende Drill-Instructor bei den Castingshows, hast du ja für durchaus das ein oder andere gesorgt, was man auch sehr herrlich parodieren und nachmachen konnte. Und dann bist du schlank geworden und bist nur noch der Fitnesspapst geworden. Und jetzt gibt's nur noch Verschwörungstheorien bei dir. Ich wusste, dass das kommt. Naja, und noch. Ich habe keine Ahnung, ich habe es gar nicht gelesen, war ich dir auf Facebook, aber du warst dann auch mal kurz drin. Was hat denn der Deadlift, wieso ist denn da jetzt gepostet? Der schreibt aber auch komische Sachen. Naja, immer die Headlines lesen und dann denken die Leute gleich, man ist Verschwörungstheoretiker. Ich mache mir da keine Mühe, jetzt mir das alles durchzulesen. Ich glaube das dann auch mal. Es wird jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir alle gechippt sind sein. Das kommt jetzt bald. Okay, aber weswegen wir ja heute hier mal zusammenkommen, also erstmal riesen Dank an dich, wirklich, ja. Wenn man so die letzten, ich sag mal, 6 Monate Highlight, aber auch, ich sag mal, seitdem du bei Let's Dance mitgemacht hast, im letzten Jahr, in der letzten Staffel, also in der vorletzten Staffel, die jetzige ist ja vorbei,
dann fällt eins extrem auf, Olli. Und ich versuche das mal zusammenzufassen, auch für live, und würde dir dann dazu gerne eine Frage stellen. Es ist nicht zu verstehen für einen normalen Verstand und für die normalen Erfolgsgrenzen im Kopf von Menschen, dass du es immer wieder schaffst, mittlerweile seit mehr als, ich glaube, 25 Jahren, 20 Jahren, aus einer eher ruhigen Phase, also wo man wenig von Oliver Pocher mitkriegt, plötzlich wieder in eine Phase zu springen, wo du größte Relevanz hast, wo du überall das Thema bist, wo jeder über dich spricht. Und wenn man nicht weiß, was den Tag vorher bei Oliver Pocher auf Instagram abgegangen ist, egal ob in Bezug auf Influencer oder auf den Wendler, wenn man nicht weiß, was donnerstags um 23.15 Uhr bei Pochers Late-Night-Show passiert ist oder was auch immer, dann ist man nicht up-to-date, dann gehört man nicht dazu. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie schaffst du es immer wieder, bis an die Spitze zu kommen, und es soll nicht klischeehaft klingen, sondern es meine ich ernst, ja, und dich dann da auch zu etablieren. Dahinter oder als Subtitle habe ich die Frage, mein Gefühl ist, dass das von dir wirklich auch bis ins kleinste Detail geplant wird. Also, dass du genau weißt, was du wann tust, um welches Ziel zu erreichen. Und jetzt hilf uns mal, uns Ahnungslosen, und sag uns, wie funktioniert das? Das ist sehr komplex, das jetzt auch in ein paar Minuten zu sagen. Also erstmal grundsätzlich weiß ich das selber einzuschätzen. Ich sage das auch jedem jetzt bei der Phase, die wir jetzt haben, auch mit dem Erfolg, den es da gibt bei ganz vielen Sachen, dass ich auch vorher jetzt auch nicht unglücklicher gewesen bin oder mich da groß verändert habe. Mir ist das auch Phasen, wo du jetzt Leute, die sich nur über eine eigene Sendung definieren, das war für mich jetzt nicht das Allerwichtigste. Klar, ich mache am liebsten meine eigenen Sachen und habe da auch Bock drauf, das zu machen. Aber wenn das mal wieder so 2, 3, 4, 5 Jahre auch nicht der Fall ist, dann auch in der Zeit trotzdem, also mein persönliches Lebensglück hängt nicht nur von einer eigenen Sendung ab oder ob ich jetzt total angesagt bin oder nicht. Ich konnte in der Phase, wenn nicht so Sachen so erfolgreich sind, verdiene ich immer noch genug Geld damit, dass die Leute sagen, ach guck mal, der ist ja hier, oder dann setze ich einfach so genial daneben hin. Das Quiz, das ist für mich, da fahre ich 15 Minuten rüber in Köln, setze mich dahin, Impro-Show, eine Stunde später bin ich wieder zu Hause und habe damit auch mein Geld verdient und es funktioniert. Oh. Und auch in der Phase sind auch private Sachen passiert, das jetzt mit Amira. Wir sind ja auch schon jetzt über 4 Jahre zusammen und so, und wir haben in der Zeit auch viel gereist und haben auch andere Sachen gemacht. Also sind auch einfach so fürs Work-Life-Balance Sachen passiert, aber ich wusste, irgendwann passiert wieder was, weil dafür, ich treffe einfach das ein oder andere Mal den Nerv, und das nervt dann halt auch Leute. Also es gibt auch dementsprechend, weiß ich auch, dass ich polarisiere und ganz viele mich dann auch dementsprechend beschissen finden. Aber auch der Wendler, der war ja schon, den gab es ja schon länger. Aber keiner hat es dann so auf den Punkt gebracht, den mal so zu reizen, dass er gesagt hat, du, jetzt verklage ich dich. Und ich sage dann, für was denn? Also einfach mal weitermachen. Und dann bin ich ja wie so ein Terrier. Das ist das Problem, ich beiße mich dann an den Leuten fest. Also ich höre da nicht auf. Und wenn jemand sagt, jetzt verklage ich dich, sage ich gerne, immer her damit, irgendwie weiter geht's. So, und dann war diese Wendler-Geschichte aber auch, das waren ja 6 Wochen, muss man ja auch mal sagen. Leute tun ja sonst jetzt 6 Jahre. Dann kommen ja mehr Leute und die sagen, immer nur der Wendler. Also ich sag mal so, also Mario Barth hat jetzt auch nicht eine neue Freundin in den letzten 20 Jahren bekommen, wenn Sachen funktionieren, aber ich mache schon immer neue Sachen. Dann dachtest du, alles ist durch, dann kam die Influencer. Das war aber nur aufgrund Corona, weil ich genug Zeit hatte. Also ich bin halt sehr kreativ, ich sehe Sachen, ich lese das und versuche auch an dem Puls der Zeit zu sein und die Themen vorneweg zu setzen und nicht nur einer zu sein, der sagt, oh, das hat ja der und der jetzt auch gemacht. Und dann ist es aber auch so, das ist so ein bisschen bei mir, ich bin ja nicht nur von mir abhängig, sondern auch von Senderverantwortlichen und Leuten, die was zu entscheiden haben. Auch da gibt es immer wieder Phasen, das ist wie bei einem Fußballer, ne? Dann gibt es halt einfach einen Trainer, sage ich, der setzt dann nicht auf dich und sagt, boah, weiß nicht, der Pocher, weiß ich nicht. Und dann gibt es ganz viele, die quatschen das einfach hinterher, und jetzt ist einfach so, ich kann sagen, was ich will, und sage, ich würde hier einfach mal einen Haufen auf die Straße setzen, und dann sagen die, geil, super, wann können wir das senden? Zeitnah, habe ich gesagt. So, also das sind einfach so diese Phasen. Und da muss man einfach dranbleiben. Es wird immer Timing. Ich sage immer, Glück ist ein bisschen falsch. Timing ist es, ja. Glück ist, gehört so ein bisschen vielleicht auch dazu, aber Timing. Man muss einfach mal das Glück haben, das Timing richtig zu treffen. Und aber auch am Ende sollte man ein bisschen auch was können, weil dann sind auch viele, die so irgendwie dann vielleicht bei mir sagen, ja, das ist ja immer nur, ihr macht sich immer nur über andere lustig.
Da denke ich mir auch so, sag mal, Leute, habt ihr die Sachen nicht gesehen? Wer hängt denn da bauchfrei in jeder Scheißpose rum? Wem ist es denn scheißegal, ob er jetzt gerade 8 Kilo mehr oder weniger wiegt? Wer setzt sich dann jedes Kostüm? Also ich bin jedes Mal dafür bereit und ist auch, ja, der macht immer nur, nee, ich mache auch nicht nur immer nur irgendwie, also jetzt auch alleine bei uns in den letzten 10, 12 Wochen, ihr habt da von Boris Johnson zu Philipp Amthor zu Clemens Tönnies, auch das, ich gehe dann dahin, wenn dieser Tönnies-Fall ist, ich habe da zum Beispiel auch mit Matze Knob gesprochen, der kommt da aus der Gegend, der kennt Clemens Tönnies, der sagt natürlich dann auch, da kommen wir so ein bisschen wieder auf die Eingangsfrage, der sagt dann, ja, ich weiß nicht, aber der Clemens Tönnies und ich war ja auch da bei Schalke und das Ganze und ich sage, ja, es ist mir scheißegal. Also wenn es was gibt, auch bei dir oder irgendjemand anders, der kann noch so befreundet sein, ist scheißegal. Wenn er fällig ist, ist er fällig. Aber dann kann ich auch nichts dafür. Oder Xavier Naidoo. Ich mag Xavier Naidoo wirklich. Der hat auf deiner Hochzeit gesungen. Hat auf meiner Hochzeit gesungen. Ist auch unabhängig davon, wir waren immer so im privaten Kontakt und so. Der hat mir immer schon auch, ich habe ihn das letzte Mal vor 3 Jahren, waren wir bei der Swing-Geschichte mit Ray Garvey und Michael Mittermeier, haben wir in Frankfurt gesessen, da hat er mir auch schon erzählt, die Erde ist eine Scheibe, sein Kind soll nicht in die Schule gehen, weil das System verseucht ist, alles Mögliche. Und dann hast du gesagt, boah, ja, okay, hast ja einen Teil gedacht, aber ist egal, solange er gut singt, kann er ja glauben, was er will. So, sag mal, Oliver, wenn du solche Ideen hast, du liest was und du willst irgendwas verändern, du willst irgendwas anders machen, was geht denn dir durch den Kopf, wenn jetzt einer kommt und dir deine Idee madig macht oder will dich rechts überholen, will schneller sein? Machst du es trotzdem oder sagst du, Mist, ich habe schnell eine neue? Ja, genau das. Also ich mache sie einfach. Das ist halt sehr oft, ist das einfach, ganz viele Sachen würde es nicht geben. Es hätte die Michael-Wendler-Sendung nicht gegeben, wenn ich nur auf RTL jetzt gehört hätte. Es hätte die Influencer nicht gegeben, wenn ich da auf andere Leute gehört hätte. Manchmal habe ich einfach ein Gespür und mache es halt dann einfach. Und das Schöne ist mittlerweile, ich brauche nicht nur einen Fernsehsender oder irgendwas. Du hast über Social Media die Möglichkeit, das hat sich bei mir jetzt natürlich explosionsartig nochmal verändert, dass ich auch keinen Fernseher brauche. Du hast mit deinem Handy, bist du Herr der eigenen Lage. Das ist aber auch bei jedem jetzt so. Jeder kann einen Podcast machen, jeder, leider machen es auch relativ viele, aber jeder hat ein Handy, jeder kann einen YouTube-Channel haben, jeder kann sein Stuff posten, jeder hat die Chance, was zu machen. Und die Chance muss ich. Aber du hast ja in gewisser Art und Weise, so interpretiere ich es zum Beispiel, und ich kann mich dran erinnern, du hast mir ja auch vorher Bescheid gesagt, als du mich da mit der Perücke auf Instagram, diese Nummer, erinnerst du dich? Mit meiner blonden Perücke, genau, ja. Hast du ja auch gesagt, du Detlef, pass auf, ich wollte dir nur Bescheid sagen, da kommt heute was. Also das stimmt schon so, du machst keinen Halt, aber was ich extrem stark bei dir finde, ist, du machst auch niemandem ein X für ein U vor. Also du tust nicht jemandem gegenüber so, als wenn du total lieb wärst und ihn magst oder als wenn du nichts machen würdest und dann schießt du. Also du bist da immer sehr gerade und dadurch bist du auch bereit zu polarisieren. Was mich interessieren würde, du kommst ja deswegen immer so weit, weil man wirklich merkt, dem Pocher ist es scheißegal. Wenn du dich mit dem anlegst, der geht bis über alle Grenzen, der geht bis zum Schluss. Da musst du nicht hoffen, dass der irgendwann loslässt, wie du schon sagst, wie ein Pitbull, der bleibt da dran. Ist das so ein Terrier? Oder Terrier? Pitbull Fleisch komplett. Ja, aber sieht dein Gesicht, da ist dein Gesicht auch ein bisschen anders. Terrier passt vielleicht ein bisschen besser. Ja. Nee, aber es ist wirklich so, man muss wissen, wenn man mit dir in den Ring geht, dann geht es bis zum Schluss. Ist das auch so ein Geheimnis deines Erfolges? Ja, also was heißt, ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis eines Erfolges ist, aber ich mache dann einfach auch alles dann dafür, also wenn ich eine Idee habe, ich sag ja, die Tönnies-Geschichte, das war genau das Ding. Ich hatte mit Matze Knob gesprochen, der den auch schon mal parodiert hatte. Dem war das aber zu nah drin und der hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ich kann ihn vielleicht dann nicht so gut, aber ich stelle mich dann einfach hin, fahre nach Gütersloh, wenn Lockdown ist, als Clemens Tönnies und rede mit den Leuten in der Fußgängerzone, fahre zu diesem besetzten Heim dahin und drehe dann halt da. Und dann ist natürlich klar, dass der Bürgermeister von der Gegend erstmal schon mal das total scheiße findet und mich da auch schon in Grund und Boden postet, bevor es überhaupt ausgestrahlt wurde. Und dass Leute sagen, oh, jetzt macht er sich über das Leid lustig. Nee, mache ich ja gar nicht. Das habe ich ja dann auch in dem Einspieler, was ich auch gehabt habe. Wenn auch Leute kommen, ich stelle mich auch jeder Diskussion. Ich bin ja auch zu Attila Hildmann beim Reichstag hingegangen, als er da gestanden ist. Und bin halt hin und stelle mich dann da vorne an den Zaun und quatsch mit dem. Nur wenn dann die Polizei kommt und sagt, wir können hier leider nicht für ihre Sicherheit garantieren, es wäre besser, wenn sie jetzt das verlassen würden, weil die Abstände werden nicht eingehalten und alles drumherum, dann bin ich so obrigkeitshörig, dass ich sage, ja gut, wenn die Polizei das sagt und die sagen, wir sollen hier gehen, dann gehen wir jetzt auch. Wir haben mit dem aber auch 6, 7, 8 Minuten gequatscht. Der hat mir auch nichts Neues erzählt, er hat seine Chance gehabt
und jetzt kommt auch nichts Neues mehr hinzu und jetzt kann er gerne da irgendwie erzählen, was er will. Jetzt ist die Geschichte auserzählt irgendwie so. Er hat seine Chance gehabt und ich war aber vor Ort. Ich nehme jetzt mal so, ich habe jetzt mal so drei Sachen als sage ich mal Nutzwert für die Hörer, die ich rauskristallisiere. Erstens, wenn du dich für eine Sache entscheidest, also wenn dir eine Idee kommt und du sagst, hey, ich habe Bock, mich damit zu beschäftigen, weil alles in dir resoniert, dann ist es nicht so, dass du es probierst, sondern für dich ist von Anfang an klar, ich ziehe das Ding durch, egal was für Gegenwind kommt. Das Zweite, was man, glaube ich, mitnehmen kann, ist, scheißegal, was die anderen sagen, die Nachbarn, Gegner oder Leute, die einen kritisieren, du musst zu dir selber stehen und musst dein Ding durchziehen. Und das Dritte ist, trotzdem machst du dich selber nicht vom Erfolg der einzelnen Sendung oder vom Erfolg der einzelnen Idee abhängig, sondern dein Leben ist auch, wie du am Anfang gesagt hast, okay, wenn du mal 2-3 Jahre einfach eher privat bist, deine privaten Dinge erlebst und nicht jederzeit in der ersten Reihe stehst. Interpretiere ich das so richtig? Ja, absolut. Also privat, eine private Zufriedenheit, da bin ich nicht einfach... Also da bin ich in einer sehr prädestinierten Lage, weil ich einfach für mich sehr gesettelt bin. Also ich habe auch keine Versagensängste oder ja. Ich mache mein persönliches Glück nicht von verkauften Tickets abhängig oder so wie andere Kollegen. Aber natürlich, wenn ich was mache, will ich den maximalen Erfolg. Also wenn ich es mache, dann ist mir schon wichtig, dass das auch so viele Leute wie möglich mitbekommen, dass eine Sendung natürlich auch dementsprechende Marktanteile hat, dass Sachen geklickt werden. Und in Sachen PR oder deine Aufmerksamkeit drauf zu machen, die Knöpfe konnte ich schon immer drücken. Also ja. Das war, ob ich einen Twitter-Account hatte, eine Fernsehsendung oder irgendwas anderes. Also Leute anzupieken und zu sagen, das und das ist jetzt, könnte auch mal jetzt Thema sein. Das haben wir, das habe ich schon hinbekommen. So, und genau, man muss sich da von anderen Sachen freimachen. Aber ich sag auch, es gibt auch Leute, wenn die sagen, ja, so erfolgsmäßig, wenn du auch nichts kannst, dann kannst du auch machen, was du willst. Dann bist du vielleicht Menderes und bist auch in jeder DSDS-Staffel mit dabei oder so. Aber man muss auch mal manche Sachen, das ist es dann halt auch nicht. Man kann das aufs Privatleben nicht 1:1 von der Entertainment-Branche, muss man das setzen. Also bei mir ist halt so, ob das Leute jetzt gut finden oder nicht, aber ein gewisses Talent habe ich. Ich habe eine gewisse Schnelligkeit, ich kann frei reden, ich kann ganze Sätze formen und so. Das können halt viele nicht und deswegen sind sie halt dann nicht da, wo sie sind. So, Ich bin aber auch nicht breite Masse. Das ist auch das Ding. Nee. Ne? Aber du bedienst so, die breite Masse, das ist so verrückt, genau. Ja? Genau, aber es war zum Beispiel so, auch wenn man da ist so ein Mario Barth oder irgendwelche, oder Chris Tyler, es gibt, oder jetzt auch Luke Mockridge oder im Comedy-Bereich und so, oder auch viele andere, die spielen halt groß und das ist größer. Und bei mir ist das jetzt nie so gewesen, dass jetzt der Druck war, dass ich jetzt irgendwie eine Arena nach der anderen spielen muss oder dass ich ins Stadion gehe oder so. Aber trotzdem, jeder kennt dich, jeder weiß, was er macht und es gibt auch genug, die es auch gut finden. Und viele werfen einem ja auch vor, alles immer sehr plump, sehr platt. Ich finde, jetzt hat er irgendwie die Leitung zensiert. Olli steht gerade jetzt. Hoffentlich kommt der nochmal wieder rein. Mensch, das ist ja echt interessant live, oder? Mal, ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, wie er hier gerade Feuerwerk der Kompetenz mal eben so abgeladen hat. Weißt du, das ist das Witzige. Als du gesagt hast, du hast den Oliver eingeladen in den Podcast, habe ich natürlich auch viel über ihn gelesen und nochmal geguckt, was denken die Leute denn so über ihn. Und der hat ein Hammergefühl, wie die Menschen ihn sehen. Weil das ich hätte es gerade mitlesen können. Weißt du, in sämtlichen Zeitschriften, Online-Blogs und so weiter, die sagen exakt das, was er gerade über sich gesagt hat. Und so reflektiert absolut, musst du erstmal sein, mein lieber Freund. Na, und man denkt es, wenn die Leute ihn nur von außen in irgendeiner Art und Weise beurteilen oder ihn kritisieren. Oliver ist ja, glaube ich, noch polarisierender, als ich das früher bei Popstars war. Ja? Dann machen die Leute es sich natürlich leicht, über ihn zu urteilen. Aber wenn du die Person kennenlernst, so wie jetzt wir eben gerade, dann merkst du natürlich auch, da ist viel mehr Komplexität dahinter, da ist wirklich ein Plan dahinter, da ist wirklich auch ein emotionales Wertesystem dahinter, was man ihm manchmal gerne abschreibt. Ja? Genau. Ich vermute mal, er hat ja im Auto gesessen live, dass wir ihn jetzt verloren haben, aber ich finde, wir haben so unglaublich viel von ihm gerade mitnehmen können. Was sind denn so die 2-3 Learnings, die du unseren Hörern noch weitergeben würdest aus dem Gespräch jetzt mit Olli? Also für mich war ganz wichtig und es war auch so eine Bestätigung dessen, was ich schon immer gedacht habe. Aber es ist schön, wenn du es von so jemandem hörst, der wirklich keine Limits kennt und ganz oben ist. Mach, was du kannst.
Richtig. Mach nicht das, richtig, was du nicht kannst, lern da nicht und schwitz nicht. Guck erstmal, was du kannst und dann mach das nochmal. Weißt du, du bist einer, du hast eine wahnsinnige Begabung für Bewegung. Genau. Ich nicht. Deswegen habe ich nach dem Goldabzeichen im Tanzkurs aufgehört, weißt du, und du bist heute einer der größten Choreografen. Ich kann hier die Technik alles gut machen und ich liebe es zu moderieren, deswegen mache ich das und wenn es denn irgendwie hinhaut, dann kommst du mit der Technik dann auch irgendwann rein. Und jetzt haben wir übrigens gerade gleich nochmal einen Überraschungsgast, weil Olli hat sich tatsächlich nochmal eingewählt. Sag mal, du hast den aber auch ganz schön fasziniert. Dann sollten wir ihn jetzt nochmal ganz lieb verabreden und du solltest deine Fragen nochmal, die Schnellfragen. Ja. Jetzt, hallo. Hallo, so, Olli. Oh, jetzt bist du zu Hause, oder was? Nee. Es ist so gewesen, mir ist das Handy, wegen Hitze ist das hier abgekackt. Scheiße, dann hast du hier Schwitze im Auto. Nee, es war jetzt egal. Ich stehe jetzt noch einmal kurz, ich führe es jetzt nochmal hier zu Ende. Genau, wir wollten dich eh verabschieden und haben nur noch unsere, also neben dem, dass wir gerade für unsere Hörer nochmal die Learnings aus dem Gespräch mit dir zusammengefasst haben, ja, haben wir immer so eine ganz kurzen Fragenkatalog zum Schluss. Live, ja. Willst du da mit Olli mal reingehen? Sehr gerne. Olli, das ist so eine Spontanrunde. Normalerweise muss Detlef immer drauf reagieren. Ich werf dir ein Stichwort zu. Da bin ich spontaner als er. Jetzt spontan bin ich mal ist Olli besser. Aber habe ich jetzt den Punkt mehr oder weniger, ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt stehen geblieben waren. Also genau, wenn man kein Talent hat, das war's. Also man muss das halt, man kann das nicht alles von der Entertainment-Branche, um das einmal so für den Normalsterblichen in Anführungsstrichen zu machen, runterbrechen. Es ist, wir haben nochmal andere Regeln, wie es läuft, aber also grundsätzlich von was überzeugt sein, sein privates Glück nicht nur vom beruflichen Glück abhängig zu machen, hilft. Und auch eine innere Zufriedenheit muss man halt auch haben und sowas halt. Und auch Glück da für sich selber zu finden. Und mir macht, das ist das Schöne, das möchte ich auch noch sagen, mir macht dann der Beruf einfach Spaß. Ich habe einfach Bock drauf. Und ich mache auch lieber Fernsehen als Internet. Internet war ein Mittel zum Zweck. Oder beziehungsweise die Abwechslung. Habe ich 3 Monate Internet gemacht. Jetzt ist wieder eher Fernsehen. Dann ist wieder ein bisschen Tour. Also ich bin auch einer, der sucht die Abwechslung und die neue Herausforderung. Also ich bin da nicht so, dass ich irgendwie immer dasselbe machen muss. So, aber was aber ich genau merke das ist... Genau das haben wir auch gerade zusammengefasst. Eben nochmal über dich, Olli. Live und ich haben gerade wirklich nochmal eigentlich identisch das zusammengefasst. Und du könntest jetzt auf Olli mal deinen Fragenkatalog loslegen. Genau, weil weißt spannend, du, spontan er ist ja ein absoluter Profi. Jeder andere hätte, wenn er aus der Leitung fliegt, einfach gesagt, ist gut, bin ich halt weg, gehe ich wieder ins Restaurant. Olli geht ins Haus rein und wählt sich wieder ein. Wahnsinn. Also Olli, hier sind deine Stichworte. Was fällt dir ein zu Autobahn? Da kann ich vom rassistischen Nazi-Begriff kann ich das ein oder andere machen, wo ich schon mit Harald Schmidt damals mit dem Nazometer, wo wir gesagt haben, manche Begriffe darf man nicht mehr sagen oder kann man immer in Zusammenhang bringen, um jemanden aufzuregen. Da gehört der Autobahn mit dazu. Aber ansonsten fahren, schnell fahren, bei mir ist auch relativ viel. Ich fliege, wenn es nicht sein muss, sehr ungern, auch schon vor Corona-Zeiten und fahre lieber mit dem Auto. Von daher ist die Autobahn eine meiner Hauptverkehrsmittel, auf denen ich zu finden bin. Was fällt dir ein zu Waldspaziergang? Das ist wiederum das, was ich nicht so gerne mache, was man aber mehr oder weniger jetzt zu schätzen weiß. Also mit einem Kind ist es was anderes. Also ich bin ja mit meinem Kind relativ viel unterwegs. Das war auch ein Teil der Corona-Zeit, dass ich die AirPods drin habe und das Kind dachte, ich quatsch mit ihm, aber in Wirklichkeit habe ich telefoniert. Und da gibt es auch schon mal, ja, ist man auch jetzt bei Sommerzeiten, ist ja ganz gut, wenn man auch mal einen Wald hat, wo man es schattiger hat. Aber ansonsten nichts, was ich privat gerne machen muss. Letztes Stichwort für dich, Olli, Lachen. Ja, ist die beste Medizin. Ist sicherlich, wenn einer in so einer Beatmungsmaschine liegt, ist sicherlich nicht ganz so einfach. Ist für mich grundsätzlich das, was meine Lebensaufgabe ist. Ich versuche, Menschen zu unterhalten oder auch im Idealfall zu lachen zu bringen. Heißt, es ist gerne auch mal auf Kosten anderer, aber auch da sportlich nehmen. Ne? Das hatte ich auch gerade mit Detlef gesagt oder so, wenn da was ist. Detlef hatte zum Beispiel, das war halt zu Corona-Zeiten, hat er irgendwann Flöte gespielt und mit einer Perücke drauf und so. Wo ich dachte, jetzt hat es auch schon Detlef die Lust, Corona erwischt und zerschossen. Und das war so ein Clip. Ich hatte ihn neulich wieder auch, ehrlich gesagt, hatten wir ihn auf der Pfanne, wie er versucht hat, Leute anzubetteln, dass sie auf 50.000 Besucher kommt, weil er 50 geworden ist. Glückwunsch nochmal nachträglich. Wir sind so gut befreundet, dass ich das sowohl verpasst als auch irgendwie da nur darüber mitbekommen habe.
Und du hast ein super Gewinnspiel. Viele Leute hauen ja Hello Buddy Produkte oder irgendwas anderes raus. Mit dir konnte man Zoom Call gewinnen, was ich sehr gut fand. Und nachdem ich gesehen habe, dass du jetzt schon Probleme hattest, dich hier Zoom-mäßig einzuwählen, ich glaube, die Geschenke werden nie eingelöst werden. Aber du, jetzt halt dich mal fest, du kleiner Scheißer. Die sind alle schon, die sind alle schon eingelöst, ja. Ah, okay, und, das freut mich. Hast du die 50.000 jetzt erreicht? Nee, da bin ich einfach nicht so gut wie du. Das ist so, man muss ja auch ehrlich sein, ja. Also in Bezug auf Social Media und Zahlen bin ich echt noch am losen, aber ich gehe da vorwärts. Es macht auch meine persönliche und familiäre Mitte nicht kaputt, dass ich da jetzt nicht explodiere. Ist auch ehrlich gesagt auch egal. Auch das war zum Beispiel so. Ich habe mir auch diesen Social Media Boom jetzt auch, das war mir egal. Ich bin jahrelang bei Facebook, ging es nur in eine Richtung, weil die Leute da rausgegangen sind und alles. Und das hat mir auch, war mir auch total egal. Ich habe es zum Mittel zum Zweck gab. Bei mir war Twitter immer das stärkste Medium. Mit den Leuten, die ich damals über den Boris Becker Tweef, wie es ja mittlerweile dann auch hieß, eingesammelt habe. Und auch das, Social Media Zahlen, haben mich nie interessiert, weil ich wusste auch selbst mit 200.000 oder auch mit weniger Followern, wenn ich was sage oder wenn ich was im Internet mache, hat das eine gewisse Form von Relevanz. Das ist auch egal, ob das 50, 200.000, es gibt so viele Bratpfannen, die haben 5 Millionen Follower oder irgendwelche Mädels und so, wo du denkst, ja, aber die Scheiße von der will ich auch nicht sehen. Also Gerda Lewis kann 930.000 Follower aktuell haben, aber die hat ja nichts zu erzählen. Die Alte baut sich Ikea-Schränke in ihre Wohnung und labert da schlau in ihr Handy rein und labert ja nur Scheiße. Da kann die auch so viele Follower haben, wie sie will. Das war, das würde ich sagen, das Wort zum Sonntag von Oliver. Ja, aber sowas halt. Aber auch zum Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und jeden anderen Tag, den sie es brauchen, auch. Kommt es auch. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich, habe mich sehr gefreut, dass du so spontan zugesagt hast. Du hast ja gemerkt, ich hab dir so rufgesprochen, du, ich vermute mal, funktioniert eh nicht, weil ja, du im Stress bist. Aber ich freue mich sehr, dass es funktioniert hat. Ja, wa? Und es ist länger als 10 Minuten gewesen. Ich glaube, es war fast eine halbe Stunde. Ja, ja, ich weiß. Das ist auch, und das werde ich mir auch ordentlich bezahlen lassen. Richtig. Und ich glaube, wir werden, das habe ich aber eh gesagt, ich glaube, du kommst mal im Gegenzug zu uns in die Sendung, machst mal ein Stand-up, weil da gibt es auch sehr viele Themen, die du besprechen kannst, wo ich über dich selber lustig sagen kann. Also wenn ich irgendwas wirklich, ohne Quatsch, Olli, hör mal auf jetzt, ja. Wenn ich zu dir in die Sendung komme und Stand-up mache, dann kündigen meine Kinder mir die Vaterschaft. Weil wenn es eins gibt, was meine Kids sagen, dann ist es, dass ich nicht lustig bin. Fantastisch, das werden wir unter Beweis stellen. Und wenn die Kinder das auch kündigen, ist das ja hochinteressant, weil das ja für dich sogar ein Modell ist, um Geld zu sparen. Also von daher sollen sie gerne kündigen und rausgehen und du versuchst einfach mal, dich über dich selbst lustig zu machen und du kriegst ja Hilfe. Im Prinzip ist es ja ein prompter Text, der abgelesen wird, den du ja vorher mit ausarbeitest. Unsere Autoren stellen dir den ja hin. Du musst nicht selber lustig extrem sein. Okay. Und ich kann dir im Gegenzug garantieren, du hast danach deine 50.000 voll. Gut, also sag mir, wann ich kommen soll und dann gucke ich, dass ich es möglich mache. Immer donnerstags live, wir finden einen Termin. Okay, mein Lieber, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Olli, ja, wirklich ganz ehrlich. Viel Spaß, sehr gerne. Grüß die Family. Oliver, vielen Dank für deine Zeit, meine Güte. Ja, Oliver Pocher. Ich bin gespannt. Tschüss. Oliver Pocher und Detlef Soest in einem Podcast. Hör mal, das war jetzt gerade mal eben Geschichte in Soest das Leben. Ganz, ganz unglaublich. So, und wenn du es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, dann ist das gut. Jetzt ist es an dir. Fang an innerhalb der nächsten 5 Minuten und hör auch die nächste Show. Die nächste Show von Soest das Leben. Und lass bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Und denk dran, egal was auch passiert, wie häufig du mal was zwischen die Hörner kriegst, das ist das Leben. Das ist das Leben, ja? Oder anders gesagt, so ist das Leben.